Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile jährlichen Halloween-Top 5 des Spielraum Wiens. Bei mir ist die schönste Vogelscheuche der Welt, Patrick Bortele. Servus. Und der Helfer von Dr. Frankenstein, Igor. Igor. Servus. Ich bin Sir Christopher und wir haben dieses Jahr ein wenig gestruggelt, A, einen Termin zu finden, B, welche Top 5 wir machen. Deswegen haben wir uns für was ganz Spezielles entschieden, und zwar Kreaturen oder Karten mit Witch im Namen. Es ist sozusagen eine Hexen-Top 5, aber es geht nur um das Wort Hexe und nicht den Kreaturentyp Hexe. Weil den gibt es gar nicht. Den gibt es nämlich nicht, ja. Ja. Wollt ihr was dazu sagen? Ich würde nur gerne erklären, warum meine Top 5. Ich erkläre jetzt dann auch gleich, was ich genommen habe, aber nein, innerhalb der Top 5. Nein, ich will auch was vorerklären, also du kannst gerne anfangen. Also, das geht ganz, ganz schnell. Ich habe mich entschieden, die verschiedenen Archetypen der Hexen in den alten und neuen Medien abzudecken. Ja. Ah, das ist, gefällt mir gut. Dazu mehr später. Okay. Also, was riechst du auf? Was denn? Ich habe es ähnlich gemacht. Ich habe meine Hexen auch einer gewissen Gruppen zugeführt, weil ich das Thema zu drollig finde, um es ernst zu nehmen. Ich muss jetzt vorweg sagen, weil du mir das sagst, der hat eine ernsthafte Liste gemacht und sie ist komplett valide, aber ich finde meine lustiger. Man muss dazu sagen, ursprünglich wäre ich nicht in diesem Video gewesen. Deswegen kennen wir seine Liste. Deswegen war meine Liste, wie viele meiner Listen so, Wir wollten ihn eigentlich verarschen, aber jetzt ist er doch dabei. Ja. Und, so habe ich gedacht, ich bin die beste Parodie von mir selbst. Also. Genau. Es gibt 60, gibt 60 Witches, aber es gibt 82 Hexen, wobei bei Witch ist zum Beispiel sowas wie Twitch dabei und bei Hexen sowas wie Verhexen, also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man nach Namen sucht, aber man findet schon ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel Sachen wie Witches Ofen oder so, habe ich aber nicht genommen. Ich auch nicht. Das ist auch kein Witch. Das ist ja nur der Ofen. Genau, das ist nur der Ofen, nur der Witch. Gut, also mein Platz 5 ist die beste Disney-Hexe. Das ist nämlich die verführerische Hexe. Die Tempting Witch, die gute Eure, die mit dem Apfel dasteht. Die Hände, die da aus der Brust rauskommen, sind ein bisschen abartig creepy. Aber wenn man creepy möchte, dann kann man auch creepy. Sie hat 4 Arme, ist geil. Ja. Nein, so die Omnath. Eigentlich hat sie 6, weil sie hat 2 und. Sie hat 6, aber 4 Arme hat sie, okay. Okay. Und dann gibt es auch ihre creepy. Und ihre creepy Cousine, die muss ich auch noch erwähnen, weil die passt auch gut dazu, weil das ist Witches of the Moor. Die ist die Weiterentwicklung davon. Die ist die Weiterentwicklung, weil die hat auch den Apfel in der Hand, aber die schaut zu creepy aus. Die hat doch mehr Äpfel in der Hand, oder? Die nicht zwei oder? Die hat auch einen Apfel in der Hand. Also ich habe alle Bilder extra mitgenommen, nur mein Handy dann zu weit weggelegt, so, damit ich euch das zeigen kann im Zweifelsfall. Jetzt mitgenommen im Internet. Ich habe sie schon vor downgeloadet. Ich habe sie im Internet mitgenommen. Ja. Und kopiert, damit ich sie schnell habe. Aber ja, ich kann sie euch dann zeigen, damit ihr wisst, von was ich spreche. Ja, ist okay. Ich weiß, wer das ist. Passt ich gehe zu einer nächsten Hexe, bitte, wo du auch das weißt, wie sie ausschaut. Es ist nämlich mein Platz 5, Mistmeadow Witch aus, kann es anders sein, meinem Lieblingsblock. Doppelmeister 2. Ja, genau. Doppelmeister 2. Ein Apfel. Okay. Mhm. Ja. Aber Laterne. So, die hat den Weg sonst nicht gefunden. Ja, Mistmeadow Witch. Eine coole Commander-Karte, ist in Standard auch ganz wenig gespielt worden damals, aber sehr fringe. Aber repeatedly blinken können, der Christopher mit seinem depperten Eldrazi-Display, so findet das immer urlustig. Soll ich gleich? Die Mistmeadow Witch ist der Original. Stimmt. Ja, das finde ich einfach eine, Achtung, Triggerwort, coole Karte. Sehr schön. Mein Platz 5 ist die klassische Hexe. Ja? Und es ist ebenfalls wie beim Patrick die Tempting Witch. Wirklich? Einfach ultra klassisch mit einem Apfel, so stellen wir uns das vor, so erschrecken wir unsere Kinder, so wurden wir selber erschreckt. Manche von uns haben paranoide Reaktionen, wenn sie eine Frau mit einem Apfel sehen. Ich bin es nicht, aber ich kenne jemanden. Beispiel Adam, Gott. Wer noch? Das ist leider gut. Der war wirklich gut. Ja, also klassische Hexe im Hexenzirkel mehr oder minder, die eben dieses schöne Klischee bedient. Gut, mein Platz 4 ist unter dem Thema beste grafische Entwicklung. Nämlich es ist die Quombai Witches. Die hat es nämlich gegeben aus Arabian Nights. Das war doch das erste Set mit Hexen. Das war ein richtig hässliches Artwork. Man merkt einerseits, dass sie Arabian Nights mäßig sind, weil sie halt so Bluterhosen anhaben. Man merkt auch, dass es Oldschool Magic ist, weil die
große Brüste haben und dass ein Fokus. Ich habe jetzt eine schlechte Entwicklung, wenn das weg ist. Ja, aber das war halt früher, weil das schlechte halt schon grafische ein Fokus. Dafür ist die aktuelle. Er lacht, aber er denkt sich dasselbe. Kubajevic, nämlich die aus was? Commander Legends. Legends. Das ist eine wirklich schöne. Eines Karte. Der schönsten Artworks ever, glaube ich, und sicher die schönste Witch Artwork. Weil super, diese zwei Damen, die junge und die alte, auch den Text, den es bei der nicht Full Art Version drunter sogar gibt, ja, den ich jetzt bei nicht Full Art ein, ist wurscht, wo es halt darum geht, die Dualität. Super, danke für nichts. Ja, ich habe die andere gelesen, ich kann halt vielleicht auch noch ein. Wo es die Dualität geht zwischen alt und jung und Blut geben und so, das ist richtig schön dargestellt, gefällt mir sehr gut, ist ein echt cooles Artwork und sicher auch das hübscheste Witch Artwork. So. Mein Platz 4, definitiv keines der hübschesten Witch Artworks. Es ist eine komische Witch, weil sie eigentlich auch mehr gespielt worden ist, nicht weil sie eine Witch ist, sondern wegen dem anderen Kreaturtyp. Es ist nämlich Knucklebone Witch, die eine Goblin-Hexe ist, was ich auch ein interessantes Konzept finde. Ist in Standard damals sogar gespielt worden. Ja, definitiv nicht die schönste, keine Disney-Hexe oder sonst irgendwas, aber war ganz gut. Wird immer dicker. Das ist richtig. Vielleicht, weil sie die kleinen Kinder frisst. Das wäre aber jetzt wieder flavorful. Ja. Die kleinen Goblins, wenn. Ja. Was ist mit denen machen sonst? Mein Platz 4 ist die klassische gute Hexe und die wurde auch schon genannt. Es ist Mist Meadow Witch. So gut. Finde ich eigentlich prinzipiell, also vom Power Level halt, eine sehr coole Karte. Der Matthias hat schon gesagt, ich flicker gerne Sachen und Leute aus dem Leben. Die Karte macht das halt im Repeatable-Effekt, ist bis heute ein Commander-Staple in gewissen Decks. Deshalb auch eine gut spielbare Karte und ich fühle mich nicht schlecht, dass ich auf der Liste bin. Mein Platz 3 zur gut spielbaren Karte ist, glaube ich, in der Zwischenzeit, es knapp, aber wahrscheinlich die meistgespielte Hexe, ist nämlich einfach die Sylphmoor-Hexe, die Sedgemoor Witch, sicher eine der powermäßig besten Hexen mit diversen Combo-Potenzial, die sie hat. Ja, auch ohne Combo ist sie einfach eine gute Karte, auch in Standard viel gespielt worden. Hat es aber auch in anderen Decks gefunden, in Highlander, in Commander natürlich. In Modern weiß ich jetzt nicht, aber. Ist in Legacy eine Zeit lang gespielt worden? Ja, in Legacy ist sie gespielt worden, auch als Combo natürlich. Also, ja, sicher eine der meistgespielten Hexen, deswegen mein Platz 3. Mein Platz 3 ist, glaube ich, tatsächlich die meistgespielte Hexe. Lifetime. Es ist nämlich in Standard sehr, sehr viel gespielt worden. Es ist nämlich Malakir Blood Witch. 5 Mana 4/4 fliegend. Schutz auf Weiß, glaube ich. Mhm. Und draint den Gegner. Also das ist einfach ein Org-Effekt gewesen. Eine gute Karte, viel gespielt worden und das Artwork ist auch ziemlich leibend eigentlich. Taugt mir. Cool. Alles cool. Ich habe es nicht verstanden. Ich kann jetzt effektiv eindeutig. Zum ersten Mal über eine Karte reden, wo noch keiner darüber gesprochen hat. Mein Platz 3 ist die klassische Psycho Witch. Das ist Exava Raktos Blood Witch. Das ist so in den neuen Medien diese SM-Hexe, die dich einfach triggert und irgendwelche gestörten Viecher auf dich loslässt. Das ist eben mit dieser Unleash-Ability sehr schön dargebracht worden, First Strike Haste. Ich habe die Karte selber in Standard gespielt, in einem aggressiven Deck, Mado Agro eine Zeit lang. Ist eine sicke Karte, war immer leider ein bisschen zu schwach für die Formate drüber. Bleibt aber in schöner Erinnerung, Exava, muss ich sagen. Mein Platz 2 ist die schärfste Hexe, einfach. Und zwar natürlich ist es Tasche die Hexenkönigin. Wahrscheinlich bin ich der Biased, weil ich stehe auf rote Haare und Locken und die hat einfach beides. 1000 Tode für Rode. Außerdem, wenn der ein bisschen weniger anhält, wäre sie auch die perfekte Halloween-Witch, weil schauen wir, wenn man jetzt anschauen, wie die Mädels zu Halloween als Witch herumgehen, dann ist das eher dieses Bild und nicht die grausliche Witch, sondern eher die scharfe Witch. Ich habe aber hier noch eine Zusatz Menschen bei schärfster Witch, nämlich die Lysolda, der Blood Witch. Das ist die aus die rot-schwarze, gell? Das ist die rot-schwarze. Ich meine, die ist mir persönlich ein bisschen zu SM, aber die ist wahrscheinlich eher so, wie die Mädels halt zu Halloween herumrennen, mit Lackleder und halb nackt. Aber ja,
Das ist, ich weiß nicht, wo er hingeht. Ah. Zu Halloween. In die guten offen, wenn ihr das Manuela, nicht... Wir haben wieder ein Halloween-Special für Sie. Das Buffet ist eröffnet. Kommen Sie. Wenn ihr das nicht hingeht, dann bin ich bei den besseren Locations offensichtlich. Sauna Club, ist der Patrick da? So, mein Platz 2 ist schon genannt worden von Patrick. Kuombai Witches. Ich habe sie nicht oben, weil ich finde, dass sie die grafisch hübscheste Entwicklung haben. Ich finde, die haben ein sehr ikonisches Artwork auch schon in den Raven Knights gehabt. Sie ist auf Platz 2, weil sie vielleicht die meistgespielte Hexe ist, wenn es nicht die malige Bloodwitch gewesen ist, weil es in Pauper hinauf und runter gezockt wird und dort einfach so ein Staple ist. Deswegen mein Platz 2. Sehr schön. Ich darf wieder über was reden, worüber schon gesprochen wurde. mein Platz 2 ist die The Most Powerful Witch, die im Hexenzirkel dabei ist. Das ist Sedgemoor Witch. Die ist einfach sick, die spiele ich selber. Die macht Fett Combo, die gewinnt übers Board. Das ist nie ein schlechter Top-Deck. Ja, ist einfach eine sehr coole Karte. Die Abilities sind alle relevant und finde ich von der Playability her wahrscheinlich die beste. So, dann sind wir bei den Honorable Mentions. Und ich habe auch meine Honorable Mentions unter Thematiken gesetzt. Mein erster Honorable Mention ist der beste Hexenzirkel, nämlich die Grabhügelhexen. Für die Herren. Ah, die kenne ich ja. Die Zahn und Ritter aus, oder? Kann das sein? Das weiß man nicht, was die Außerzahn ist. Die sind halt zu dritt um diesen Topf herum. Das finde ich mäßig hexenzirkelmäßig. Ja, du kannst eine Ritterkarte aus deinem Graveyard retourholen. Achso, du meinst, hast du eher gedraftet? Die habe ich gedraftet wie Deppert. Vor allem, wenn man bedenkt, es gibt eine einzige Karte, die Hexenzirkel heißt. Nämlich die Venenhexenzirkel, das finde ich schon voraus, wie drei Schirche Eude in einem Dings und Dings wäre ein Hexenzirkel für mich zu tun, weil da fehlt irgendwie. Ich liebe diese politische Unkorrektheit. Warte gerade. Ja? Es ist einfach zu leiwand. Es ist einfach zu früh und es sind Hexen, also was soll ich jetzt machen? Ja. Mein Platz 2, also meine nicht Platz 2, meine zweite Honorable Mention ist meine Commander Mention, die hat der Christopher so genannt, nämlich es ist Exava Bluthexe Deraktos. Zeig mir nochmal das Artwork von der her. Ja. Die schaut richtig leiwand aus. Die schaut auch relativ leiwand aus. Man kennt ein bisschen zu wenig von ihr, weil sie halt oben so einen Matsch wird bei ihrem Oberkörper. Aber ich von denen, die man in Commander spielen kann, glaube ich, finde ich sie eigentlich am coolsten. Deswegen wäre sie meine Commander-Menschen für Witches. Dann habe ich die Best-Flavor-Hexe. Ja, habe ich nämlich auch noch. Und zwar ist es die, auf Deutsch heißt sie Verfluchte Hexe. Die ist nämlich cool, weil auf vorderer Seite ist einfach eine Hexe, die auch hexmäßig anschaut und auf der Rückseite ist sie dann eben der ansteckende Fluch, was halt perfekt ist, wenn die Hexe halt verbrannt wird oder halt Dings, verflucht sie noch alle. Das ist mega cool. Wenn die Hexe verbrannt wird, ist der Fluch gebrochen. Wenn die Hexe so stirbt, bleibt der Fluch. Ist das so? Mhm. Verbrennen ist normalerweise, zu Asche heißt, Fluch ist gebrochen. Wirklich? Yes. Aber nicht in den Filmen. In den Filmen, die brennen sie nehmen und dann verfluchen sie noch. Ach so, alle und dann passiert. Ich weiß nicht, ob in deinen Erotikfilmen das dann so gemacht wird. <oder nicht>. und ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass du das jetzt dir vor. Was du beim Chicken Wings Buffet besprichst, den kriegst du von Neid. Und dann habe ich doch noch eine Nicht-Hexen-Person auf meiner Honorable Mentions, nämlich weil sie einfach zur Jahreszeit so perfekt passt, nämlich Season of the Witch. Ah, okay. Schaut einfach auch das Artwork halt perfekt so Halloween-mäßig. Dieser eigentlich schaut aus wie ein Totenschädel im Hintergrund, aber schaut einfach perfekt aus, super zu Halloween. Und wenn wir schon Witch-Thema haben, dann muss ich das erwähnen. Dann, weil ich politisch mega korrekt bin, nämlich habe ich auch eine Gleichberechtigungsmenschen. Mhm. Nämlich der Grünärmel Maro-Hexer ist offensichtlich der beste männliche Hexer, weil im Deutschen gibt es auch Hexe und Hexer. Im Englischen gibt es natürlich nicht Witches, das ist immer weiblich, aber im Deutschen gibt es auch Hexer. Ja, und ja. Da muss ich natürlich den Grünärmel Maro erwähnen, weil. Weil er hat den Badger dabei, oder? Weil er offensichtlich den Dachse dabei. Er hat den Wärmer dabei. Er macht offensichtlich die Dachse deswegen erwähnt. Und dann habe ich noch eine. Weil ich ja, wie viele andere Menschen hast du? Eine habe ich noch. Erzähl jetzt einfach alle restlichen 57 Hexen. Eine habe ich noch. Nämlich eine Dishonorable Menschen. Nämlich den Witch Hunter. Offensichtlich. Das ist böse. Der ist sehr böse. Also den wollen wir nicht. So, jetzt habe ich habe fertig. Meine Honorable Mentions. Ich habe Tasha the Witch Queen oben. Hat Witch Queen im Namen, muss natürlich gementioned werden. Nicht wegen irgendwelchen Aussehen oder sonst irgendwas. Dann Bitterheart Witch. Das ist mein Pick für Commander Hexe. Macht auch was mit Curses, aber wird nicht selbst zu einem. Finde ich es trotzdem eine
Na, ist halt kein Commander, aber ja, ist ich muss jetzt aufpassen, ich muss ein Synonym für cool finden, weil sonst glaubt der Christoph erst dran. Ist auch eine geile, leibernde Hexe. Geil. Ja. Sexy, nicht sexy. Und mein dritter Honorable Mention ist meine sexy die, Mention. Es die ist beste Mention. Cackling Witch. Richard genau Lugner. Richard Lugner, Alter. Jawohl. Richard Lugner. Er hat zwei für alle Karten Leute, die, für unsere deutschen Zuseher, die Richard Lugner nicht kennen. Ich glaube, sie kennen ihn mittlerweile. Ich habe schon so oft über googelt den mal, ja. Edgar Charmed Groom gesprochen. Das Richard Lugner, weil es eh schon wurscht ist. Herr Sikuslea, Richard das Lugner, Cackling Witch, Edgar Charmed Groom. Es gibt sicher noch welche. So. Ja, irgendwelche Tiertoken. Ja, ja, Mausi. Ja. Mausi, Schnecki, Schäfer. Okay. Meine Honorable Mentions wurde auch schon genannt, es tut mir leid, der Hexenfluch, a cursed witch, infectious curse, war klar, dass der irgendwo ist. Ich dachte, ich bin over the top, aber der Batik sitzt leider weiter vorne bei mir. Auch schon genannt ist die Vampirhexe, was auch in den Medien sehr viel verwendet wird, das Malakir Bloodwitch, of course. Und dann habe ich noch eine Menschen, die hat niemand. Es ist die so liebe richtig, Granny, die dir einfach das Herz rausreißen will. Es ist Kindly Stranger und auf der Rückseite Demon Possessed Witch. Show me. Das ist ziemlich leibern. Schau dir so wenig dort. Okay, ja, das ist nice. Ja. I like. Da, Entschuldige, wenn ich gerade sehe, die Beschreibung von ja, ja, ja. Naja, das ist es. Ja. Jetzt fehlt nur noch der Platz 1. Ja, also mein Platz 1 ist einfach die OG, die Original Hexe für mich. Damals, wie ich angefangen habe zu Magic spielen, wo hat der einer meiner Playbuddies schon gespielt und ist mir damals schon nervt gegangen. Ist auch eine, kommt aus dem Set, wo wir die Hexen als erstes hatten, nämlich aus Arabian Nights, ist nämlich die Sorceress Queen, die Englisch, die auf Englisch einfach die Hexenkönigin ist und damit einfach die beste Hexe ist. Außerdem, man merkt auch das Artwork. Die Hexenkönigin. Man merkt auch das Artwork, dass sie aus demselben Set ist und sie ist auch auf demselben Zeichner wie die Kumbaya Witches. Das finde ich, fällt halt sehr auf. Ansonsten ist ihre Fähigkeit einfach so cool, dass man eine 0-2 machen kann. Ist schon sehr praktisch und ja, damit kann man schon viel abstellen. Auch für die Herrschaften, die es nicht gesehen haben. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Halt das ist eine sehr leierende Karte. In Whiteboarded. Ja, wenn Whiteboarded haben, dann gibt es halt einen deutschen Text. Arabian Nights gibt es ja nicht auf Deutsch. Mhm. Damit macht sie das die Hexenkönigin. So, das war's schon wieder. Mein Platz 1 ist von beiden Herrschaften schon genannt worden. Nachdem es die korrekte Liste ist, ist es natürlich die beste Witch. Es ist Sedgemoor Witch. Ja. Ich glaube, es ist schon alles dazu gesagt worden. Bitteschön. Warum? Mein Platz 1 ist die geile Hexe oder the sexy Witch. Es ist, die fehlt einfach im Hexenzirkel. Die muss immer dabei sein. Es gibt eine, die scharf ist. Es ist Tasha the Witch Queen. Obviously. I feel you. Ja, also... Dadurch, dass unser Channel durch den Patrick so politisch unkorrekt ist, habe ich mir die Freiheit genommen, das dementsprechend hier auch als meinen Platz 1 anzugeben. Oh weh. Ich glaube, wenn dann hast du mich versaut. Ich möchte sagen, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich gehe nicht in den Sauna-Club aufs Händel-Buffet oder so. Ich auch nicht. Mal. Ich war noch nie im Sauna-Club. Ja, der Sauna-Club kommt zu ihm wahrscheinlich. Ja. Er ist der Besitzer des Sauna-Clubs. Ja. Nein, aber ich hab mal einen Besitzer vom Sauna-Club gekannt, den ehemaligen. Wir glauben, dass das ein Tonstudio ist, aber das ist eigentlich ein SM-Studio. Wir wurden eigentlich immer nur in einen Raum geführt. Zwei. Der sehr es gibt einen oben, wo die Synchronsprecher Sachen gemacht werden und einen unten, der komplett abgedichtet ist. Deswegen. Okay? Das ist der Proberaum, ja. Das Büro habe ich gesehen. Ja. Ja. Na gut, wir sind fertig mit diesem Halloween-Special. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich fand das wie immer sehr lustig. Ihr könnt es natürlich wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter, unserem Instagram-Channel folgen, unserem Discord-Server beitreten, uns im Spielraum in Wien antreffen und das natürlich, um jegliche neuen Video-Releases zu sehen, das Glockensymbol anklicken. Bing! Danke fürs Zuschauen. Ciao, Baba. Ausgezeichnet. Die Hexen.